So Leute, wie viele von euch mitbekommen haben, war ich in Barcelona? Wenn nicht, guckt euch das Video an. Ich habe den Vlog nicht umsonst gemacht. Dankeschön. Und da habe ich diesen coolen Rucksack bekommen. Und das ist der Timbuk 2. Und ich würde mal sagen, in den gucken wir jetzt mal rein. Also der Timbuk 2, ich muss den mal versuchen, hier in die Kamera zu halten. So, hier, guck mal. Ist ein relativ kleiner Rucksack, irgendwie um die 40 cm lang. Aber ist relativ kompakt, hat eingesticktes Magic-Logo und hat halt mehrere coole Sachen, wie zum Beispiel hier eine schöne Fächer, drei Stück. Und hier vorne auch noch Fächer. Aber darum geht's gar nicht. Ich möchte euch nur kurz zeigen, dass dieser Rucksack Teil von was ganz, ganz Coolem war, was wir bekommen haben als Content Creator. Und ja, deswegen, ich habe den Rucksack bekommen, sehr, sehr cool. Und in dem Rucksack war dann, was mich sehr, sehr, sehr erstaunt hat, eine rote Tüte. Tatsächlich wurden die Tüten, alles runtergeworfen. Tatsächlich wurden die Tüten anscheinend nach Farben gepackt. VIP war lila, das zeige ich euch auch noch. Hier gibt es einmal die rote Tüte. Sekunde, ich hol die mal da raus. So, einmal die rote Tüte. Und was haben wir in dieser roten Tüte denn so alles drin? Wir haben einmal da drin die Herr der Ringe Playmat, die Non-VIP-Version. Tatsächlich, Lord of the Rings. Das ist die normale mit Frodo, ich wollte gerade sagen Gandalf. Nein, Gollum und Sam, wie sie hier sind und hier, wie sie starten. Sehr, sehr cool hier mit den einzelnen Stationen. Das ist eine sehr coole Playmat, finde ich. Und ja, finde ich ganz, ganz cool tatsächlich, dass da eine Playmat drin ist. Es gibt noch die VIP-Version, da ist irgendwas anderes drin. Ist irgendein Artwork drin. Dann haben wir hier ein Ultra Pro Magicon Plastik Ding. Da sind Sleeves drin, die muss ich euch nicht zeigen, weil das ist dasselbe Artwork, was hier hinten drauf ist. Habe ich schon gesehen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich euch die nicht zeige. Und dann haben wir hier noch haufenweise anderen Kram. So, erstmal haben wir Magic Pin. Magic Pin Barcelona, Juli 28. bis 30. 2023. Ganz cool. Dann hatten wir hier drin drei Action Signets in voll. Das ist schon ganz cool. Dann ein Gandalf Friend of the Shire. Das ist eine ziemlich teure Promo aktuell noch. Ich vermute mal, dass die langsam runtergehen wird. Und dann haben wir drei Draft Booster, zwei Collector Booster und zwei Mystery Booster Convention Edition. Und ja, das war's schon. Das haben wir bekommen als Content Creator. Und zwar jeder Content Creator hat so eine Box bekommen, beziehungsweise einen Rucksack. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Poster auf, oder? Ich finde das Set einfach zu cool, um es nicht aufzumachen. Ich weiß, viele Leute sehen es anders, gerade was die Preisregulation angeht. Bin ich da bei euch? Viele andere Sachen kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Wir haben einmal den Ring. Das sind japanische Printings, oder? Ich habe sie gerade an der Seite auf. Das sind japanische Printings. Na komm, egal. Die Spannung können wir rausnehmen. Wir haben ein Glamdring. Das ist das Schwert von Gandalf. Vier Fire Foes, Gollum's Bite. Und da müssen wir genauer gucken, weil es gibt auch Kamms und Ankamms. Also der Circle vom Olifanten ist teilweise Geld wert. Und ja, nicht, dass es mir hierbei um irgendwelche Geldwerte geht, wenn ich ehrlich bin, aber ich dachte mir, ich teile mit euch einfach mein Package. Und wir haben ein Samwise Gamgee, sehr cooles Deck. Bitte Downfall, sehr, sehr cool. Weil ich dachte mir halt, vom Prinzip her sind das halt wirklich, wirklich coole Karten, die man hier teilen kann. Und ich freue mich einfach drüber, dass ich als Content Creator geladen war. Ich habe noch so ein Badge davon, den habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen. Wenn ihr auf Instagram nicht der ganze Zeit eh schon gefolgt seid und mittlerweile echt die voll habt von meinem ganzen Gelaber von Barcelona. Aber es war halt wirklich, wirklich cool. Und ich freue mich drauf, wenn Magic Fests auch nochmal wiederkommen. Also nicht Magic Fests, sondern es ist dann ja eine Magic Con, wo, ja egal, ihr wisst, was ich meine. Display of Power. Okay. Mal gucken. Da hinten ist eine Full Art. Cool. Gut.
Das sind die Booster gewesen. Die Convention Edition Booster sind Booster, die tatsächlich ich schon öfter gezeigt habe. Tatsächlich sind die ganz cool so zum Draften. Die haben hier diesen zwei weiße, zwei blaue, zwei schwarze. Gifted Everborn ist eine coole Karte. Zwei rote, zwei grüne, noch eine grüne coole Karte. Multi-Artefakt, Old Border, Rare und so eine Throat Wolf. Okay. Und so eine Karte. Ja, die sind auch wirklich, wirklich cool. Waren zeitweise richtig, richtig teuer. Und ich finde es gut, dass Wizards die jetzt einfach so ein bisschen mehr mit rausgibt. Weil damit zu spielen, zu draften, macht damit nicht das, was ich gerade mache. Das ist dumm. Macht damit was Cooles und draftet die tatsächlich. Please. Hier haben wir noch null Homunculus. Cheering Homunculus. Concentrate. Breeding Pit. Auch ganz cool. Harmonize. Tithe Drinker. Edge Oracle. Okay. Misdirection. Das ist eine gute Karte. Die kann ich sogar brauchen und spielen. Nice. Vielen Dank dafür. Und dann gucken wir uns noch an, was die Collector Booster so drauf haben. Das sind die Collector Booster, wo nicht mehr der Ring drin sein kann, weil der eine Ring verkauft wurde. An Post Malone. Wer hätte es gedacht? Einmal Orc Army. Sehr gut. Orc Armies brauchten wir mehr von. Orcish Medicine. Old Man Widow. Ein Swamp. Eldroin. Die finde ich ganz cool. Aber, Saruman of the Many Colors. Spiteful Bandits. Ein Legolas. Ein Orcish Bowmaster in Full Art Foil. Ja, cool, danke. Wow, okay. Und es sind wirklich schwer zu öffnende Booster. Ich muss das euch mal sagen. Die sind wirklich, wirklich schwierig. Wir haben einen Smoke-Token. Sehr cool. Und gucken mal, was wir noch haben. Ich muss sagen, ich finde es vom Prinzip her, finde ich diese Booster halt sehr cool. Mithrikult, wirklich eine sehr gute Commander-Karte. Call of the Eight. Gorum. Wizards Rocket. Ich dachte gerade, es wäre der One Ring. Und ein Frodo Saurons Bane in anderem Artwork. Ja, wie gesagt, ich bin kurz durch die Booster durch. Das plus dieser Rucksack waren da drin. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr appreciated. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass Wizards da so ein bisschen hinterher ist, uns auch so eine Kleinigkeit noch zu schenken. Fand ich sehr nett. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ablexate. Ciao, ciao.